Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos, sagte Sims vor und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, wir hatten ja in den letzten paar Folgen so ein bisschen Resümee passiert, was passiert ist und was wir hingehen wollen und so weiter und so fort bei Sims vor. Und jetzt bin ich wieder zurückgesprungen an den Ort des Geschehens. Ja, wieso das Ort des Geschehens? Wo sind wir hier? Wir sind hier beim Elfenhügel. Und wer hatte sich beim Elfenhügel ausgeruht? Ja, es war der Dark Lord und da ist er auch. Und der Dark Lord hatte ja in der letzten Folge, also bevor die Folge 900 kam, etwas gegessen und dann hatte Herr Dark Lord, der JD, gedacht, ja, ich werde hier noch ein bisschen sauber machen. Hat er auch gemacht. Und das fand ich auch ganz nett von ihm, um genau zu sein, weil ja, er ist dann halt so, ja, wenn ich hier schon mal sauber mache, dann kann ich mich hier auch mal sauber machen, weil ich vorher gegessen habe. So einfach ist das. Und ich schaue mal auf die Uhr, wie spät haben wir es. Wir haben 16:34 Uhr. Ja, danke mal, der Dark Lord, der kann noch mal was machen. Ja, natürlich kann er noch was machen. Der Herr Dark Lord könnte sich vielleicht noch mal verwöhnen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir denn hier die Elfen stecken? Ja, da unten ist gerade keine Elfe. Schauen wir mal weiter. Irgendwo müssen noch die Elfen sein. Das ist wie ein Wimmelbildspiel. Fällt euch das auf? Da ist eine von den beiden Elfen. Dann können wir ja mal die anquatschen. Mehr Auswahl. Was haben wir denn hier? Unfugfreundlich natürlich. Um eine Massage bitten. Um eine Tiefenmassage bitten. Ja, der Dark Lord ist verspannt. Ich bin übrigens auch aktuell verspannt. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Dark Lord hier seine Tiefenmassage bekommt. Aha, raus geht die Tür jetzt. Das ist sehr interessant. Aha, da kommt die andere Elfe an, die wir überhaupt nicht gesehen hatten. Ich weiß nicht, wo die stecken geblieben war. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Na gut, dann kommt die Elfe. Die andere Elfe ist da jetzt am Scharnitzeln. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es durch die Tür jetzt wieder durchgeht oder ob es zu einem Problem wird. Ich habe an der Tür nichts verändert. Ach, ihr seht ja gar nicht meinen Finger, wie ich gerade mit denen wackel. Ich habe ja keine Facecam. Ja, also ich habe an der Tür nichts geändert. Aber trotzdem hat das jetzt funktioniert. Ich weiß nicht warum, es ist irritierend. Es muss, glaube ich, auch nicht unbedingt irritiert sein. Es ist einfach Sims 4. Oh, die nimmt den jungen Herrn aber ganz schön hart ran. Das ist mal wirklich eine Tiefenmassage. Oh, scheiße. Eieieiei, na, ob das so hier ganz adäquat ist für die arme Muskulatur? Naja, sie wird schon wissen, was sie macht. Oh, habt ihr das Knirschen gehört? Ich will jetzt nicht wirklich tauschen. Na, gibt's noch mehr Quälereien, oder? Ja, oh. Da kommen die Wirbel ran. Eieieiei. Ah, Mann. Alter, alleine vom Zugucken. Ne, ich habe heute sowieso Rückenschmerzen. Ich habe die ziemlich oft. Aber alleine, wenn ich das so sehe, es geht gar nicht. Oh. Oh, das knirscht richtig. Mädel, ey, das geht gar nicht. Der arme Dark Lord, lass mir die mal an ein Stück bitte noch. Wer soll die ganzen Monster jagen? Eieieiei. Mann. Einer Vergnügen sieht da gerade nicht so ganz aus. So. Wisst ihr was? Weil das jetzt so quälend war. Machst du noch eine Massage? Aber jetzt ein bisschen was Entspannteres. Warum haben wir denn da? Um eine Massage bitten. Schwedische oder Aroma? Was ist denn Schwedisch? Schwedisch ist bestimmt auch so ein brutales Ding, oder? Schauen wir mal nach. Ja. Okay. Dann kommt jetzt noch eine schwedische. Bin mal gespannt, wie die aussieht. Okay, fängt harmlos an.
Was piept denn da? So ist die Mikrowelle fertig? Aha. Ein bisschen rumgeschoben. Ja, aber insgesamt sieht die schwedische jetzt harmlos aus, ne? Ich, Alatana sieht aber auch genial aus mit ihren Flecken. Ich hoffe, dass es der bald wieder besser geht. Die Ärmste. Ja, Elfen haben das auch nicht einfach. Nee. Ah, die Elfen, die haben ganz schön zu tun. Na? Alter Falter. Aber Schwedisch scheint dann doch schon ein bisschen entspannter zu sein. Was war denn das für ein Move gerade? Das ist typisch Sims 4, ja. Das kennt man. Das ist ein bisschen irritierend teilweise. Da denkt man immer so, man hätte einen Filmriss oder sowas, ne? Gut. Unseren Darklord geht's eigentlich ganz gut. Ich möchte aber gerne was anderes anziehen für den Herrn Darklord. Outfits ändern. Outfit ändern. Was nehmen wir dann? Was kürzeres? Hier, das hier. Ein bisschen asymmetrisch. Da haben wir's. Asymmetrisch mit den supergeilen Stiefeln dazu. Und wir haben es 19.21 Uhr. Ich würde mal sagen, der junge Herr kann langsam mal nach Hause. Machen wir das mal. Weltkarte Willow Creek. Und da ist seine geniale Behausung. Natürlich alleine hier. Ja. Yeah, es geht alleine nach Hause. Nach der ganzen Quälerei und Ausruhen und sonstiges. Will ich natürlich noch gucken, ob der Darklord natürlich noch was schaffen kann. Eigentlich müsste er auf Monsterjagd gehen. Ich weiß nicht, wie wir das mit der Monsterjagd hinkriegen sollten. Aktuell müsste ich echt überlegen, wie wir das hinkriegen. Monsterjagd. Er könnte ja ein paar Vampire ärgern gehen. Wäre eine Möglichkeit. Das sind die einzigen Monster, die wir aktuell haben. Aber ich kann die eigentlich nur ärgern und verärgern. Aber so richtig interaktiv jetzt kann ich die ja nicht flocken oder sowas. War also nicht, dass ich das wüsste, also dass das geht. So, wir haben 19.23 Uhr. So, was sagen seine Bedürfnisse? Ich habe eine Idee. Wir gehen einfach mal schlafen direkterweise, damit er heute Nacht fit ist. So, einmal schlafen gehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir mit denen jetzt Vampire ärgern können. Das wäre schon mal eine schöne Maßnahme, damit er seinen Job ein bisschen ernster nimmt. Bis jetzt hat er ja nicht viel gemacht. Außer hin und wieder mal ein Bild gemalt oder sonst was. Gut, er schläft. 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr. Und dann würde ich sagen, guten Morgen. Jetzt ist definitiv Zeit für unseren Darklord. Ja, so, Darklord kriegt jetzt erstmal alle Klamotten an. Das heißt, wir gehen mal auf Klamotten, Outfit ändern. Jetzt gehen wir auf Hunter-Style. Nehmen wir denn für den Hunter-Style? So sportlich oder so? So Ninja-Outfit-mäßig, dann sportlich. Yeah, so. Dann stört nichts an Klamotten. Und dann würde ich sagen, wird er mal reisen. Genau, er reist. Halt, muss er erst was essen vorher. Ein bisschen essen, war eine Kleinigkeit. Ach, was soll's. Hier, komm, reisen. Gib's mal. Okay. Vampirjagd. Wo machen wir das am besten? Natürlich im Forgotten Hollows. Wo lassen wir denn den hinreisen? Also nicht direkt ein Grundstück oder so. Wir gehen einfach hier hin. Oder kann man den Park hier anklicken? Nee, der Park lässt sich gar nicht anklicken. Das ist interessant. Gut, gehen wir mal hier hin. Dann gehen wir mal auf Vampirjagd. Weiß gar nicht, was für böse Interaktionen wir da machen können, um die Vampire ein bisschen zu verärgern. Ja? Der Dark Lord darf das. Ja? Der ist ja auch der Witcher. Der Witcher von Sims 4. Jetzt haben wir natürlich richtige Witcher-Musik hier gerade. Ja? So, dann wollen wir mal schauen.
Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier in den Park und schauen uns mal um. Hier hingehen. Dann ist der Dark Lord, der ist ja so ein bisschen so in Tarnanzug. Den sieht man nicht direkt. Das Einzige, was man so ein bisschen sieht, sind seine Haare. Da muss er noch üben. Okay, was können wir hier zaubern? Können wir hier vielleicht auch irgendwas ernten oder machen? Was ist das hier? Eisenhutblume. Was ist hier los? Er könnte ja harmlos Schach spielen. Das macht er selber. Okay. So zu Tarnung, dass man nicht mitbekommt. Da war gerade einer von diesen Vampiren gewesen. Da war mal ein bisschen flott gewesen. Müssen wir mal sehen, dass wir ihn kriegen. Da ist nichts. Was ist hier los? Ich halte schon meine Augen offen. Was ist da hinten? Sixem Moskitofalle. Das ist von den Aliens eigentlich eher Sixem. Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh, es macht da Übungen. Aha. Eva Theisen, Seniorin. Die läuft auch hier in einen Superanzug rum. Was haben wir denn hier? Herbeirufen, freundlich vorstellen, grob vorstellen, fröhlich vorstellen, krokett vorstellen. Wir stellen uns erstmal freundlich vor. Weiß ja nicht, was Sache ist. Mal gucken, ob das überhaupt eine Vampirin ist. Das weiß ich jetzt ja nicht. Oh mein Gott, jetzt schauen. Aha, da kommt schon mal ein fettes Minus. Jedi hat folgende Merkmale von Eva kennengelernt. Sie ist gut, sie ist ein Geek und sie ist eifersüchtig. Was haben wir denn da? Nach Tag fragen. Wir können ja mal nach dem Tag fragen. Mal so ganz unverfänglich. Aha, das scheint ihr ganz gut gefallen zu haben, was ich nach dem Tag frage. Gucken wir mal weiter. Wir sind ja hier Vampir-Stil, Bitten zu verwandeln. Angst vor Vampir zu geben. Ne, warte mal, wenn sie ein Vampir ist, dann kann ich... Ist sie jetzt wirklich schon Vampir? Sieht man das irgendwo? Kann man das sehen? Hat sie Vampiraugen oder so? Was haben wir denn da? Über Interessen reden. Wie kann man rausfinden, wenn jemand ein Vampir ist? Unfug, freundlich. Nach Karriere fragen. Sie ist Seniorin. Ich weiß nicht, ob sie was macht. Muss da irgendwie eine Möglichkeit geben, das rauszufinden, ne? Sie ist arbeitslos. Das ist schon mal ein bisschen verdächtig. Rumblödel. Nach Tag fragen, Kehr Sterne. Mehr Auswahl. Angst vor Vampire vorgeben. Ne, Angst hat er nicht davor. Was haben wir denn da hinten? Das ist auch sehr auffällig. Nadja Krämer. Was sagen die Augen? Die sehen sehr harmlos aus. Es muss da irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man sieht, dass jemand Vampir ist oder nicht, oder? Woran könnte man das erkennen? Das sieht schon sehr auffällig aus. Nadja Krämer. Die andere Dame geht gerade weg von ihm. Ach, hier sind Vögel oben. Ist ja niedlich. Also die sieht sehr verdächtig aus. Wir stellen uns erstmal freundlich vor. Der Hexer ist ja freundlich. Naja, es sind seltsame Gestalten hier unterwegs nachts. Die scheint schwanger zu sein. Von Vampiren schwärmen. Nee, schwärmen tun wir davon nicht. Da Karriere fragen. Wir machen erstmal so unverfängliche Fragen.
Ah, dass ich einfach nach einem Job frage, scheint dir zu gefallen. Bei Secure arbeitet. Das ist ein ganz alter Job. Job von uns. Ein ganz alter Job. Sie mittlerweile irgendwie Reparatur, jetzt Polizisten abhängen. Freundlich. Hier ist irgendwie aber nicht diese Sache mit dem Vampir verwandeln. Das heißt, die andere hätte Vampir sein können, wa? Tiefgründige Unterhaltung. Können ja mal ausprobieren. Und? Kommt dabei was? Warum ist die jetzt da auf einmal so aufgetaucht? Ich verdächtige hier alle. Schauen wir uns die junge Dame mal an. Beziehungsboost? Nach dreifach Boostwoche fragen? Was ist das? Wo ist die Dame hin? Warum? Was ist das? Na gut, egal was es auch ist. Wir sehen uns morgen wieder. Keine Ahnung, wo die Dame jetzt geblieben ist. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht doch irgendwie noch Vampire finden. Wir haben 2.47 Uhr. Es müsste doch theoretischerweise einer aufzuschnappen sein. In dem Sinne euch wieder allen da draußen einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.